Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday, willkommen zu meiner fünften Let's Play Session zu Resident Evil 4. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, hier auf Twitch, live dabei und natürlich auch für die Leute, die es auf YouTube gucken. Ja, wo sind wir letztens stehen geblieben? Das ist eine gute Frage. Das kann ich jetzt auch nicht mehr beantworten. Deswegen schauen wir uns das jetzt nochmal an. Was? Wieso kam mir das jetzt? Okay. Ja, für mich ist jetzt ein Tag her. Für meine Twitch-Streamer, Zuschauer dann natürlich auch ein Tag her. Ach ja, wir waren ja hier unten in diesen Katakomben. Stimmt, da war ja was. Gekauft haben wir, glaube ich, schon alles, was wir konnten. Schätze haben wir nur noch die Smaragde und ein Rubin. Den Würfelhammer. Hatten wir da noch was übersehen? Ich glaube nicht, oder? Ach ja, wir haben ja dieses automatische Sortieren gemacht. Ja, das heißt. Hier war nichts mehr und hoch kann man nicht. Gut. Wir können noch mal kurz beim Händler gucken. Willkommen! Na dann, was kann ich für dich tun? Scheinbar nicht allzu viel. Ich kaufe fast alles. Nee. Also wie viel hatten wir? 29, stimmt, eins hat mir gefehlt für das Spezial-Upgrade-Ticket. Kräuter sind nett, nächstes Mal kaufst du aber was, ja? Ja, mal sehen. Ja, wir sind immerhin jetzt schon in der fünften Let's Play-Session. Ist schon krass, oder? Das Spiel geht ganz schön lange. Was haben wir hier? Antragsteller Isidro Uriarte Talavera. Tag der Einbauarbeiten, 2. November 2002. Der Einbau der letzten Monat beantragten Flüssigkeitsstickstoffduschen für Notfälle ist abgeschlossen. Okay. Mal sehen, was uns hier erwartet. Sieht eigentlich munitionsmäßig aus. Hier haben wir einen neuen Schuss. Hier haben wir 15. Hier haben wir 6. Okay. Na gut. Also. Mit Tesa machen sie gerne viel, oder? Wait, warte mal. Da haben wir noch einen Schatz. Ich geh erstmal geradeaus. Was natürlich nicht geht, weil hier gesperrt ist. Was kann ich hier machen? Okay, wir haben ja gerade einen Zettel gelesen. Das wird der wohl gewesen sein. Aua, das hat weh. Hab ich überhaupt noch Heilung? Nö. Das ist blöd. Was haben wir hier? Hier war da eben auch irgendwas, oder? Vielleicht auch nicht. Da liegt was. Hm. Chronik der Arbeit 3. Mai, 9 Jahre nach meinem Erwachen. Sobald ich dieses Ventil öffne, wird schwarze Flüssigkeit in meine Venen strömen und sich in meinen ganzen Körper verteilen. Diese wird vermutlich die schmerzvollste Erfahrung in meinem Leben. Ich kann es kaum erwarten. Es ist eine Ehre, die heiligen Venen der Wiedergeburt durchleiten zu dürfen. Bei meinem nächsten Erwachen werde ich ein wahrer Diener meines Gebieters Ramon sein. Ich, Isidro Uriarte Talavera, schwöre hiermit feierlich, ich werde die Grenzen des Menschlichen übertreffen und ein wahrer Diener Gottes werden. Ich werde die Ketzer finden und ihre Henker sein. Ihr Verdugo. Okay. Ach, hier geht's ja noch links weiter. Bist du Verdugo? Diese Leute sind doch gestört. Das ist wohl wahr. Ah. Was? Da
Das gefällt mir nicht. Irgendwas ist hier. Schlecht. Das gab's auch im Original, glaube ich. Hier ist der Schatz. Alter, frech. Sag mir das noch zu. Man hört die. Doch, ich erinnere mich daran. Ich war bei Resident Evil 5. Ey, ich darf hier nicht rein. Und nun, ne? Da hin. Halt auch geil, ich hab keine Heilung. Boah. Was zum... Ist das hier ein Alien oder was? Das ist der Zettel? Gibt's noch irgendwo Heilung, weil sonst sieht's schlecht aus. Da! Ich werde es mal noch nicht nehmen. Gibt's noch irgendwas? Schrotflintenmunition. Das ist toll. Na dann, let's go. Wo ist das Vieh? Ich will das mal sehen. Du Scheiße. Das ist ja wirklich ein Alien. Du bist doch der Mann Schoßhund. So gefällt es mir schon besser. Verstecken oder was? Ich habe sogar das Gefühl, dass ich gerade ein bisschen zu viel Munition verballert habe, nee. Umsonst. Ist auch zugegangen hier. Hallo. Sieht aber geil aus, das Vieh. Fast wie ein Nekromorph. Das sagt mir jetzt was. Was wirst du tun? Welche Tür ist denn da jetzt aufgegangen? Das hier? Okay.
war das hier wahrscheinlich? Der Lift? Oder ist es jetzt hier auch auf? Ja. Ich habe Heilung bekommen. Das nehme ich jetzt mal. Ich glaube, ich bin zu langsam jetzt eh dafür, oder? Energiebahn wurde Stromversorgung eines Teils der Einrichtung dazu unterbrochen. Die Stromversorgung kann bei Bedarf über den Schutzschalter. Naja, also ich muss schnell sein. Nee, ich muss warten, oder? Ja. Ich muss einfach nur durchhalten. Oh, hallo. Cool gemacht. Oh, es geht nicht mehr. Mach gut. Ich hab genug von diesem Spiel hier. Das sah grad komisch aus. Erbarmenswerte Schaf. Dein Leiden kann enden. So wie für unsere jüngste Tochter. Die nun eine der unseren ist, die aus unserem Fleisch ist, unserem Blut. Mein treuer Jünger wird ihr den Weg weisen. Jetzt geh, bring den umherirrenden Kindern die Erlösung, die ihr wünscht. Krauser. Louis. Ich mach dir einen guten Preis. Okay. Kapitelende. Zweimal gestorben. Oh. Ah, Schreibmaschine, gehen wir nochmal speichern. Geht's dir besser? Ja, scheint zu wirken. Tja, leider wird die Wirkung schnell nachlassen. Das Mittel hat dir höchstens ein bisschen Zeit verschafft. Kann es weitergehen?
Ich schaff das schon. Ashley ist wichtiger. In dem Fall wissen wir, was zu tun ist. Dann komm, Sancho Panza! Retten wir Prinzessin Dulcinea! Du tust dir bloß weh. Hey, das war meine Lanze. Okay, ist gut, ich komm ja. Warum hilfst du mir? Was ist da für dich drin? Kein Grund, misstrauisch zu sein. Ich will einfach bloß helfen. Das ist neu. Also im Original konnte man nicht mit Louis rumlaufen. Das ist definitiv neu. Zur Oberfläche gelangen. Ey, von dem L kriegst du aber auch so viel. Hat auch, glaube ich, was mit dem Anhänger zu tun. Dass ich da auch schon wieder Magnum. Ich sammle immer Magnum-Munition ein und ich weiß nicht woher. Aber okay. Warum nicht? Protokoll des Vorarbeiters. 11. Oktober, heute war der schlimmste Tag meines Lebens. Meine Tochter wird. Ja, ihr könnt ja Pause machen und es lesen. Ich muss jetzt nicht alles lesen. Ne? Ihr seid ja alle des Lesens mächtig. Schätze gibt's hier anscheinend gar nicht, außer hier unten das. Ah, ne, hab ich ja geholt, haha. Was war da eigentlich drin? Ach so. Hab neue Ware, Fremder. Halt dich schon mal fest. Hast du, Willkommen! Ich hab Koffer? Was Neues für dich, Partner. Das hab ich nicht immer vorrätig, Fremder. Nix, wo ich die reintun kann. Na dann, was kann ich für dich tun? Oh, was gibt's denn hier? Goldenen Jeton? Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Ja, ich will das hier erstmal haben. Wobei, ich habe dann eh nicht das Geld dafür. Oder ich nehm das. Ja, komm. Eine interessante Wahl. Also ich meine das natürlich positiv. Dann hätte ich gern mal 3. Kann ich sonst bekommen. Schauen wir mal, was es da jetzt gibt. Automat war hier, gell? Wir benutzen mal 3 goldene Jetons. Was gibt's? Huhn selten. Eier stellen 100% mehr Gesundheit wieder her. Das bringt mir jetzt nicht viel. Da wir im Moment eh keine Eier haben. So eine Kacke. Probleme, eine Scheibe zu treffen. Dann versuch's mit einem Positionswechsel. Der richtige Blickwinkel ist das A und O. Na gut, das müssen wir jetzt nicht machen. Na gut, war jetzt nicht so sinnvoll. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Wie viel habe ich jetzt noch? Oh, 17. Was kann ich dir Gutes tun? Wie du meinst, Fremder. Okay. Ist doch hier irgendwo eine Schreibmaschine? Nee, gibt's nicht. Keine Schreibmaschine. Nicht so leicht, jemandem zu vertrauen, der mal für Umbrella gearbeitet hat. Du weißt es also. Umbrella ist erledigt. Um die brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Worauf bist du aus? Ich will mich wohl in meiner Haut fühlen. Es wieder gut machen. Sowas in der Art. So. Wir müssen da runter. Ich würde aber erstmal hier rechts abbiegen. Weil hier gibt es auch noch Schätze. Aha. Falls ich denn da hinkomme. Bekanntmachung Sprengstofflagerung. Das Dynamit wurde in Lagerraum M4 verlagert. Hinweis zum Umgang mit Sprengstoffen. Einstürze sind an der Tagesordnung. Halte ausreichend Abstand, sollte es ein Unglück kommen, bla bla bla. Ah.
M4. Das heißt, wir müssen das hier erst hochjagen, ne? Ja. Hey, seit wann ist das hier eine Sackgasse? Da ging's eigentlich zum Ausgang. Eigentlich. Ach ja. Die normalen Typen. Scheint, als hätten wir Gesellschaft. Was machen wir? Aus dem Weg. Aber einige, ja. Oh. Was war's mit dem? Mein Einsatz! Oh! Okay. Wie viele kommen denn da noch? Sorry, keine Absicht. Gut jetzt? Jetzt gut. Da ist noch eine Kettensäge. Komm her, Madame. Willst du jetzt mal umfallen? Geh doch. Endlich. Saphir. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Hier gibt es immerhin zwei Schätze. Hier soll auch noch sein. Wahrscheinlich unten, wa? Ne, da. Und dann da hinten. Gibt's hier noch Loot? Ja, gibt's. Ah, ganz schönes Massaker veranstaltet hier. Ich glaube, hier müssen wir lang, oder? Nee.
dieselbe. Und dann wieder Besuch. Ah, natürlich. Was hast du hier, Dynamit? Wurde ja mal mehr in den Kisten. Er chillt da oben, oder was? Das ist dann der nächste Schatz. Aber er rennt hier einfach mal vorbei. Aus dem Weg. Mach was raus! Okay. Goldene Sanduhr, da kann ich aber leider nichts reinmachen. Ja. Oh. Ach ja, stimmt, ich habe ja den geholt. Übrigens kann man hier irgendwo. Auf PC geht das eigentlich. Da kann man gucken, was welche Kombination am meisten gibt. Am meisten gibt viermal dieselbe Farbe, glaube ich. Also umso mehr Farben man hat, weil das gibt jetzt nur, ja, man kann mehr rausholen. Deswegen halten wir mal das fest. Gut, sind wir hier fertig. Da wartet noch einer auf uns. Hier haben wir 19. Ah. Oh, Schrotflinte haben wir ordentlich. Find ich gut. Noch mehr Flintenmunition. Und da muss Dynamit. Das sollte uns weiterhelfen. Dynamit, hm? Nicht schlecht, mein Freund. Ja, macht kurzen Prozess mit der Sackgasse. Dann gehen wir mal zurück. Ich hätte böse Aua machen können. Hältst dich erstaunlich gut. Sicher, dass du bloß ein Forscher bist? Ich bin nur ein normaler Typ, der zufällig gut bei Frauen ankommt. Noch mehr Flintenmunition. 18 Schuss kann man reintun. Heilung haben wir noch ein grünes und ein dreifarbiges. Oh. Das sieht doch jetzt auch wieder wie eine Art Bosskampf aus, wa? Na dann. Bin ja mal gespannt.
nach Ihnen, werter Herr. Ein wahrer Gentleman. Du schuldest mir was. Luis, über dir! Alter, zwei. Wir sind quitt. Läuft das bei dir immer so? What? Die zwei Riesen besiegen. Dein Ernst? Das ist ja hart. Luis, geh weg da! Los geht's! Ah! Okay. Verstehe. Komm mal her, ihr zwei. Hallo. Luis, geh weg da! Er hat sich bewegt. Mehr. Ich nehme mal ein grünes Kraut. Weich das doch mit Absicht aus. Los geht's! Luis! Gar nicht so einfach. Als ob. Hallo. Los. Weil ich nicht getroffen habe, der am Anfang. Ist ja nervig. Aber jetzt. Als ob. Ich muss sie erst benebeln irgendwie. Wird sonst nix. Los geht's! Das ist doch blöd. Er hat sich bewegt. Die weichen immer aus. Soll ich denn das machen? Ja, nee, ist klar.
komm ey. Ein bisschen blöd gemacht. Geh doch mal weg da! Natürlich ist der jetzt genau da an dem Pult. Geil, ey. Ich kann mich nicht heilen. Was will ich mit der Munition? Mal, wie machen wir den jetzt? Guck mal, Blendgranate, was bringt. Nö, das bringt nichts. Leider nicht auf der Plattform, schade. Das war kaputt. Was auf die Plattform? Aber doof. Ah, ein doofer Kampf. Dann noch einmal. Gegen beide natürlich. Den ersten haben wir schnell runtergekriegt. Ich bin doch hier.
auf die Plattform, bitte. Ah, dann halt nicht mit der Plattform. Sehr schön, genau wie geplant. Alles klar, geben wir ihm den Rest. Und entscheide dich noch mal, wo du hingehst. Ich kann jetzt einfach das treffen, Junge. Und kaputt. Das war nicht einfach. Erstmal checken, wie das hier überhaupt funktioniert, ey. Hey, ich glaube, hier können wir durch. Der hat keine Rubine oder sowas für mich. Doch. Roter Barrel. Roter Barrel? Ach ja. Schade, dass das nicht vier Einlässe hat. Na gut. Gibt's noch irgendwas an Loot? Ja. Da. Und da hinten gibt es noch eine Handgranate. Okay. Aber, ja, das war auf jeden Fall komplett neu. Das gab es früher definitiv nicht. Wie sieht's aus? So, man jetzt hier, okay. Das anstrengt. Quatsch. Die Dinger sogar hier unten ein? Das hier ist für sie heiliger Boden. Hier unten haben sie Las Plagas entdeckt. Eingeschlossen in uralte Bernsteinvorkommen. Na klar, was auch sonst. Wurde das früher auch so kommuniziert? Hm. Wäre mir neu. Oh, da liegt noch Kraut. Hey, wir haben die Heilung ja diesmal gar nicht benutzen müssen. Oh, mein Messer ist wieder mal im Arsch. Was kommt jetzt? Du willst doch nicht etwa mit diesem Ding fahren. Eine Schreibmaschine. Koffer anpassen, ja. Hm. Können wir für mich was anbringen. Ach so. Was, geben wir nur zwei oder was? Ah. Na gut. Dann speichern wir hier mal. Siehst du noch eine andere Möglichkeit? Schieb uns an, Sancho. Unendlich Munition. Okay. Und eine Energieanzeige. Damit sollten wir etwas Zeit gewinnen.
Ich glaub nicht, was ich hier mache. Hey, wir haben's eilig, oder? Ach, übrigens. Was noch? Stehst du auf Nervenkitzel? Wir entgleisen! Ginglin! Scheiße, das Ding wird kippen! Hey, wir kippen Scheiße! Unternimm was gegen diese Bretter! Hey, wechsel das Gas! Wenn nicht, sind wir matt! Okay. Drauf. Da vorne! Schieß auf die Bretter! Endlich haben wir mal ein bisschen Ruhe! Linkskurve! Nächste ist eine Rechtskurve! Okay. Das ist cool gemacht. Oh, das war's. War cool. Hat gefetzt. Träum weiter. Jetzt geht's erst richtig los. Ja, aber wie es richtig losgeht, das sehen wir hier auf Twitch nach einer kurzen Pause und auf YouTube in der nächsten Folge. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein. Euer Doomsday. Hier auf meinem Kanal. Bis später.